Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel P. Und mein Name ist Metal Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Mario Party 8. Ja. Im letzten Part ging es los mit der Sternenrallye und Yoshi, aka Daniel P., hat den ersten Sieg errungen. Yoshi hat den ersten Sieg errungen. Hurra! Geil. Der Typ macht mir immer noch Angst. Ein guter Anfang. Sehr gut. Der nächste Kampf kann beginnen. Wer trifft diesmal nochmal an? Die Sterne, du landen sind Yoshi und Peach. Hey, ist das gescriptet? Da kommen immer an neue. Da kommen immer neue. Okay. Ein neuer Kampf, eine neue Welt. Wir fahren ans Meer. Mitreißen. Überschäumen. Gebt alles. Eure Kumpels schauen zu. Gebt ihnen einen Grund zum Jubeln. Also, jetzt alle wieder zusammen. Sternrally. Oh. Ich sagte, der Typ macht mir Angst. Ich werde Albträume von dem bekommen. Sehr okay. Was so, nicht mehr neben seinem Gesicht. Gumbas Hützesteg, das zweite Brett. Wie du sehen kannst, ist es ganz anders als das andere. Sieht ein bisschen linearer aus, ja. Ja. Und hier gibt es auch eine andere Aufgabe. Aber ein Schatz in der Ferne, ruchloses Piratenpack, Kanonendonner und Pulverqual. Der Spießrutenlauf auf Gumbas Hützesteg kann beginnen. Soll ich ein paar Geheimnisse über dieses Spiel preisgeben? Nein, ich erkläre es Ihnen. Also, Würfel. Okay. Du bist die Nummer 6. Boah. Peach ist cool als dran. Und danach kommt Yoshi. Oh. Ja, das man deutlich verlieren, wenn es geht. Wo ist der Stern? Da hinten, weit in der Ferne, am anderen Ende des Spielbretts. Ahoi, bei mir gibt's den Stern, aber bringt genug Zaster weg mit 50 Münzen, ansonsten setzt es was. Dann willst du mal, ich springe auch noch auf dich drauf, ein bisschen weg. Das zweite Spiel beginnt. Ja, wie es bereits gesagt hat, sammle 50 Münzen und gib es am Ende Kapitän Goomba. Dann hast du gewonnen. Okay. Münzen sammeln nicht meist. Hat man den letzten Part gesehen. Ah, eins, perfekt. Oh, ich schnapp mir einen Bonbon. Komm her! Wow, das ist eine wirklich spannende erste Runde. Wir könnten platzen vor Spannung. Jeder könnte jetzt noch gewinnen. Hui. No. No. Das sind ja blöde Dinger. Ne? Ja, darf ich bloß nicht vor ihr landen. Ja, so lange jetzt nicht mehr als eine 1, 2, 3, 4, 5 Würfel, dann ist alles okay. Ey. Du bekommst einen Springbonbon. Also das Gefühl, das ist nicht so nützlich in diesem Brett hier. Das Brett ist relativ lang. Warte mal, ich komme nicht direkt hinter ihr. Ich bin hinter ihr. Oh. So. Also solange sie eine 1 würfelt, ist alles perfekt. Kann ich hinsehen. Scheiße. Nein! Der hat mich ausgeraubt. Ja toll, ich habe kein Geld. Sie klopfen an die Tür. Ich habe kein Geld. Halt mal, Yoshi hat ja gar keine Münzen. Der drückt mir noch ein, ey. Aber trotzdem spielen, ich brauche ein bisschen Geld. Ja, was? Du kriegst jetzt gleich Münzen. Wenn du auf dem Fragezeichenfeld landest, dann wirst du einige Felder nach vorne gebracht von dem wunderbaren Delfin-Taxi da drüben. Ja. Ja. Wie viele Sterne muss man hier haben am Ende? Einen. Du brauchst nur 50 Münzen. Ja, super. Wir haben doch schon gleich gewonnen, oder? Oh. Mit dem Steinblock-Bonbon kannst du den Spieler, den du passierst, deren Münzen halbieren. Ja. Dann soll die mal herkommen. Aber sie soll. Leck mich! Jetzt tust du eine 1 würfeln, ey. Du solltest jetzt auch mal eine 1 würfeln. Das ist ein gutes Dunkelfeld. Da musst du zwar ein paar Münzen einzahlen, aber dafür kannst du dann viele Münzen rausbekommen. Bist du bereit dafür? Ja, wieder eine 1 würfeln, ey. Oh! Naja! 3. Es ist zwar nicht so gut wie das Dunkelfeld, aber immerhin! Zeit für ein Solo-Mini-Spiel. Bist du bereit dafür? Komm her. Die Solo-Mini-Spiele gibt es auch übrigens nur hier. Was? Wieder Stempel, Wahnsinn. Wieder? Ne, Idealgewicht.
In dem Spiel ist es so, du musst das passende Gewicht erreichen. Okay. Aber das wird dir nachher dann also von dem Scheigel da auch gesagt. Neige den Behälter, um Sand auf die Waage rieseln zu lassen. Hör auf, sobald sich die Menge im vorgehenden Bereich befindet. Schütte behutsam, sobald du in der Nähe des Voranbereichs kommst, damit du nicht über das Ziel hinausschießt. Okay. Okay, ich darf also nicht darüber oder darunter. Ich. Nee, genau. Du hast einen 5er Abstand. Und zwar musst du 155 bis 160 erreichen. Okay, vorsichtig. Du hast nicht viel Zeit, du hast nur 15 Sekunden, also beeil dich ein bisschen. Hoch, 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 hoch! Noch ein bisschen, schnell, noch. Reicht! Mit A, A, ja. Blenden, schnell A, drücken A, ja. Oh Gott. Jawohl! 59, ey. Selbst 160 wäre noch als geschafft gemessen. Okay, ich hätte nur noch Dinger bekommen. So, damit hast du jetzt einen Pfeilwurf frei und du kannst... Kannst du mir das verdienen? Zehn. Immerhin. Übrigens, wenn du nicht genug Münzen hast und du am Ende bist, wirst du sofort zum Start zurückgebracht. Ja, hätte ich nicht gedacht. Ich wollte dir nur mal sagen. Dann komm mal hier hin, ich will deine Münzen halbieren. Verdammt. Obwohl, 1, 2, 3, nee. Warte mal, kommst du ja nicht zum Start zurück? Ja. Will ich verarschen? Ich kann nicht, wenn. Aber ich habe einen Sprung dabei. Ich würde das nutzen. Ich würde das Sprungbogen nutzen, damit du hinter ihr bist. Ja, aber ich würfel auch einen direkt wieder. Stimmt. Stimmt, ich vergaß. Wenn ich zum Start wieder lande, dann kann ich. Vielleicht. Aber sie ist nah an den 50. Ich weiß. Und ich bin mir sicher, sie wird jetzt das. Ja, sie wird es einsetzen. Ja. Okay. Komm schon! Komm schon! 1, 2, 3, 4, 4, 2, 3. Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ja! Ich hab das doch hier locker, ey. Die soll ich mal überholen, damit ich die halbieren kann, die Dinger. Eine kleine Zahl. Gott verdammt! Gott verdammt, weg! Ich glaube, ich stand sogar gleich vor dem, wenn es weiter geht. Du solltest es auch vermeiden, auf den letzten Fragezeichenfeld zu landen. Oh, Duell, Minispiel. Bist du bereit dafür? Ja. Ja. Also, ich muss ja mal umdrehen. Ne? Und gib mir dein Geld. Gib mir dein Geld. Bitch. Gib mir dein Geld, Bitch. Ich hab Pilzkunde vielleicht genauso oft gerettet wie Mario. Nee, ich hab's aber mehrmals gerettet. Und wir spielen auf die Nuss. Ja. Nein, aber nicht die Nüsse, ne? Okay, was haben wir hier? Bringe dein Äffchen dazu, nach oben zu klettern und dabei den fallenden Kokosnüssen auszuweichen. Sieh nach oben, um schnell reagieren zu können. Kurze, schnelle Schwünge sind am wirkungsvollsten. Oh, voll kacke. Ist das alles so gestalten? Ja, so ähnlich. Das stelle ich mir irgendwie voll schwer vor. Wenn es dir tatsächlich zu heikel ist, du kannst mir jederzeit sagen, dass ich will das Spiel übernehmen soll. Du automatisch nach oben klettern, ne? Ja, das zu... Und? Ah. Ah. Der Affe hat einen Kokosnuss auf den Kopf bekommen. So, war ein Fehler. War ein Fehler. Jawohl. Ah. Idiot. Mach mich reich. Mach mich reich. Bring mich zum Schotter. Oh, schon gewonnen. Au, au. Du hast gewonnen. Ich komme nach unten. Hast du gut gemacht, mein kleiner Affe. Wie heißt dein kleiner Affe? Der ist Bonkers. Bonkers? Bonkers aus Kirby? Nee, weil nicht irgendwie so ein Cartoon oder so. Aber das war kein Affe. So, jetzt gib mir deinen Schotter. Gib mir Schotter. 5 Münzen. Ja. Ich glaube, damit hast du so ziemlich fast gleichgestellt. Wie lange die jetzt nicht hier noch ein paar Dinger einsackt?
Und die hat nichts mit dem Meer, was abziehen kann, oder? Nee, sie hat keine. Nee, sie hat keine Bonbons. Du solltest es auf jeden Fall auch vermeiden, jetzt auf das letzte Ereignisfeld zu kommen. Und dann wirst du automatisch zum Stadion geschossen. Oh, das ist gut! Nein, was geht, na? Oh, doch nicht. Ich dachte, ich hätte einen Ruck gespürt. Ist es nur mein Knochen am Magen? Oh, warte. Ich glaube, ich habe deine Köstlichkeit. Köstlichkeit in der Angel. Ja, super. Da habe ich schon. Welch unappetitliche Fisch. Hier, das ist nichts in meiner Abendessen. Nimm mit. Steinbockbonbon erhalten. Sehr nice, ne? Ja. Ich glaube, sehr viel kürzer zu sein, das Quartier. Aber das ist das einfach, glaube ich. Ja, auch das Rote. Weil die sind nicht so schlimm, wenn ich jetzt da hinten ankomme, weil ich kann mich direkt zu ihr wieder teleportieren. Wenn sie jetzt danach nicht bei Kapitän Goomba ist, ist aber was nützt dir das? Du hast nicht genug Münzen. Solange die aber auch nicht 50 kriegst, kann eigentlich nichts passieren. Ja, solange sie keine 50 Münzen hatte, dann ist für dich alles in Ordnung. Also los, geh schnell zum Ziel, verdammt. Und auch auf die Dinger zu landen. Also sie könnte, wenn sie jetzt noch ein gewisses Minispiel gewinnt, könnte sie es noch schaffen, aber ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht so. Ja, ich lang genau auf den. Albert geht, ne? Mit dem Goomba heißt dich willkommen. Gut gerannt, Yoshi. Moment mal, was ist das denn? Keine 50 Münzen für mich? Tja, dann hast du auch nicht gewonnen. Aber ich gebe dir so viele Münzen, wie du hier würfeln kannst. 5. Hey. Und jetzt fort mit dir zum Start. Beheilige Kapitän Goomba nicht nochmal, wenn du deinen Tribut an ihn zollst. Achtung, zugepackt! Wir lassen nicht zu, dass eine Landratte wie du Kapitän Goomba beheiligt. Was wollt ihr machen? Hey! Die feuern dich jetzt zurück. Ich will mein Anwalt. Witzfiguren wie du sind für uns nicht mehr als Kanonenfutter. Also gleich macht es BUM! Oh Mann. Aha! I believe I can fly! Oh, wie weit das ist, ey. Au. Ja, das ist ganz schön weit, ne? Du bist fast am Ziel. Oh, jetzt gewinnt ihr noch. Jetzt pass auf. Ich kann eigentlich gar nicht mehr gewinnen, selbst wenn ihr auf die beiden Dinger da landet, ne? So. Jetzt kannst du sowieso erstmal für eine Weile nicht gewinnen. So, jetzt das gleiche nochmal, nur mit dir. Ist gut. Tja, dann hast du auch nicht gewonnen. Geh weg von mir. Ja, jetzt. Aber, Moment! Ich glaube, sie kommt vor dir. Wenn sie jetzt vor dir kommt, dann kannst du die Münzen halbieren. Ja, klar. Ist das nicht schön? Das ist der Plan. Da kann man halt irgendwie überspannen, ey. Das haben wir genau gerade schon gesehen. Nein, sie entführen die Prinzessin. Das gab's ja noch nie. Oh no, she took the princess into another castle. Oh komm, wir machen jetzt... I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Da! Und dann war sie tot. Ja. Ah! Perfekt! Hi, was geht, na? Oh, und da sind. Ah, halt. Dann halbiere doch mal. Ja. Ah. Halbiere die Münzen des Gegners. Bist du bereit dafür? Oh, es gibt mir da einen Schotter. Also, nee, du behältst die Münzen nicht. Dann, wenn die nochmal vorne landet, kann ich halt nochmal setzen auf den Stein. Oh, das ist so hinreißend. Ja, das kommt ja zu weit, ne? Oh. Aufgerundet, was machst du? Ich will eigentlich, dass die wieder vor mir ist. Ich habe noch so ein Ding. Ja, ich habe den Block mit den Münzen da übersprungen. Ja, du kannst hier wie zum Beispiel Bonbons und andere Felder, die du hier wie zum Beispiel so was. Oh, flap Bonbon. Was ist das? Damit kann sie dir Münzen stehlen. Das wird per Pfeilwurf entschieden, wie viel sie dir stehlen kann. Ja, schnell weg. 10. Schnell weg von hier. Was ist das? Ein Vektorbonbon. Sehr gut. Einfach nur zum Ziel. Einfach nur zum Ziel und weg. Oh Gott. Was für ein heißer Kampf, ich bin beeindruckt. Ja. Mal sehen, wie steht.
Hey, dann die Ruhm-LP führt! Hey, ich hätte das gedacht, wir sind nur zwei. Ja. Oh nein, deswegen ist es jetzt Zeit für ein Spezialbonus für Peach. Oh nein! Also. Ich bin darüber nicht sehr beeindruckt. Oh. X, X, X! X, nein! Ja, sie kriegt 20 Münzen. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Peach erhält 20 Münzen. Oh nein. Yes. Yes. Yes, we can. Denk daran, du kannst immer noch gewinnen. Sei ja vielleicht unparteiisch, ey. Ich kann sagen, wenn er so stillsteht, ja. Okay, sie hat 50 Münzen, du aber also du hast 51. Oh nein. Ich glaube, jetzt ist eine gute Zeit, deinen Sprungbogen einzusetzen. Da. Ich bringe dich 20 Felder weiter. Du brauchst dich nicht zu bedanken, ohne zu bezahlen. Na, es geht los. Gut, festhalten. Genau, dann jetzt hier. Da. Hey! 20 Felder davon nach vorne. Ja, wie weit ist das von mir entfernt? Ganz schön weit. Endstation, wünsche noch viel Glück. Das ist weit. 1, 2, 3, 4, da komm ich nie gegen. Nee. Bist du bereit dafür? Echo, kannst du mir entkommen? Peach! Echo, kannst du mir entkommen? Peach! Hi, was geht, na? Hi, na? Ich bin Springbrunnen. Was? So, das ist eigentlich nicht schlecht. Bis die Nummer Tür ist. Solange die jetzt nicht irgendwie da ganz hinten hinkommt. So, ich werde mal eine 3, bitte. Oder eine 4. Nein. Ja, so, einfach nicht, ey. Ich habe noch immer so einen Block hier, so einen Block-Ding. Ja, du hast noch einen Steinblock. Aber wenn du jetzt eine... Ich glaube, wenn du jetzt eine 10 würfelst, dann hast du gewonnen. Sei die mal... Oh! Du hast gewonnen! Ich bin ja so geil. Wenn ich mich konzentriere, dann klappt das sogar. Kapitän Gumba heißt dich willkommen. Gut gerannt, Yoshi! Also, hast du 50 Münzen herbeigeschafft? Das ist der aktuelle Preis meines Kleinods. Sieht ganz danach aus. Ja. Gut gemacht! Sehr geil. Sieg auf ganzer Linie. Ein Stern! Schön. Da lacht der Klabautermann. Wir haben einen Sieger! Ganz richtig, Leute. Diese Partie hat Yoshi gewonnen. Herzlichen Glückwunsch! Ich danke mir. Dankst auch mir? Ja. Dass ich so tatkräftig zur Seite stehe? Ja. Danke. Oh ja. Oh no. Oh yes. Yes. Ah, schön. Oh, Yoshi ist der Beste. Niederlage. Sieg! Sieg! Na, gibst du wohl nicht. Mach weiter so. Mach ja. Weit. Geil. Gewonnen. Die zweite Runde geht an Yoshi überwältigend. Ja, machen wir jetzt Schnitt, ne? Ja. Das war's dann für diese Folge. Ja. Ja, wir können uns mal eben ansehen, wer als nächstes dann kommt. Geht er dann direkt weiter, ihr dann nicht, ja. Ne? Weil wir dann jetzt hier direkt aufnehmen können. Ja, dann wird's, ich glaube, dann wird's auch beim nächsten Mal weitergehen. Mach weiter so! Und das nächste Mal bei Mario Party 8. Ja, dann können wir auch mal eben zeigen. Es sind... Yoshi und Daisy. Ja, noch eine Prinzessin, die ich kaputt hauen muss. Ein neuer Kampf, eine neue Welt. Habe ich mich erschreckt. Ein Haus, ein verwutschtes Herrenhaus. Ah, Richard Menschen oder was? Schön ruhig bleiben, Kopfdorf. Wir wollen doch unseren Kandidaten nicht unnötig Angst einjagen. Also alles zusammen, Sternrennen. Da tust du aber einen sehr schrecklichen Job machen. Guck dir das nochmal an. Wird nur noch dann irgendwie der Hintergrund komplett schwarz und man nur den sein Gesicht sieht. Ja, ja. Das nächste Brett wird sein König Buhus Horrorhof. Ja, wird einfach schwarz getippt. In diesem Brett ist das Spiel auch wieder anders. Ja, brauchst du mir jetzt nicht erklären, bis das nächste Mal, ob ich das wieder vergessen. Ja.
ein dämonischer Monarch, zwei finstere Fallen, der Wahnsinn lauert überall. Oh mein Gott, all dies erwartet euch hinter dieser Tür. Vertrackt, verstrickt, so ist König Bubus Horrorhof. Soll ich ein paar Geheimnisse über das Spielbrett preisgeben? Nein, wir werden es im nächsten Part herausfinden. Ja. Soll ich hier zu Ende machen oder was? Ja. Muss ich mir Bescheid sagen, Mann? Drück auf Nein. Okay. Nein, du musst schon bis in den Ausfallbildschirm kommen. Okay, bist du bereit? Dann würfel mal. 3, 5. No. No. Ja, will ich sagen, ich hab Erfahrung damit, Prinzessinnen kaputt zu hauen. So, geht hinein und findet König Buu, legt euch Münzen für den Schätzer. Doch wo ist er? Wo versteckt er sich? Hier bin ich, ihr Trottel, direkt vor eurer Nase. Und jetzt bringt mir meine 10 Münzen. Ja, 10 Münzen. Das dritte Spiel beginnt. Nächsten Fall, ja. Ja, in diesem Spiel, ich erkläre es nächste Woche. Also, verpasst nicht die nächste Aufnahmesession mit Glück auf Plus. Hey. Gut. Einfach zurück, ne? Auf Abbrechen. Ja. Ja, wurde nicht gespeichert. Wenn du das Spiel jetzt abbrichst, musst du erneut am Anfang von Level 3 beginnen. Ja, ist mir schon klar. Also, ich erkläre nächste Woche, wie das alles weitergeht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschüss. Bye bye.